Hast du uns fest einen Stuhlgang und fühlst dich zu lebendig? Dann schnapp dir eine fette Würzwurst und lutscht sie kräftig männlich. Unser Gaunsen-Eiran wird von blinden Tieren von Mund gezapft. Das schnellt Omas Luke und macht ihre Lippchen auch noch straff. Wir nutzen nur das Fleisch, das seit Stunden auf dem Boden lag. Ungekühlt und würzig kriegst du Durchfall extra stark. Geruch und Geschmack sind egal bei Kies und Kreis. Wichtig ist nur eins, der Dönerpreis bleibt gleich. Malmut! Malmut, warum ist der Laden noch nicht offen, Malmut? Und wo ist die Suppe? Malmut? Malmut, bist du da in der Toilette? Malmut, was machst du da schon wieder? Ich mach den Luffert voll. Du hast gesagt, du willst Luffert. Welchen Luffert? Luffert? Moment mal, hast du da Amerika importiert? Hast du da ein Love Hat in der Hand? Das ist der Luffert 3000 LC Go. Steckst du da dein Pimpi rein in den Love Hat? Ich habe das westmexikanische Modell bestellt. Jetzt gib mal her, was ist das? Ist das ein Lammkopf, der mariniert wurde mit deinem Ejakulat? Na, mit dem, was hier in der Flasche ist. Das ist nicht nur meins. Geht's? Das gehört allen Gästen. Geht, Alter. Das hau ich jetzt in die Suppe rein. Das ist ja total, es ist ja total verdorben. Ich habe Schild aufgehängt, habe ich reingeschrieben. Jeder kennt Kamm. Das ist die gute Creme. Ja, die gute Penis Creme. Ne? Jeder kennt Kamm. Mach mal auf den Laden hier. Wir haben Business. Ich mache auch Urlaub auf Kenkam, beste Insel. Menkam. So, ich muss das jetzt hier perfekt abfüllen. Perfekt abfüllen, ey. Auf den Troppe genau. Auf den Troppe genau. Alter, wie sieht die Suppe aus? Alter, der will direkt hier deine Kamm-Soup. Das ist Durchfall, das sieht man doch. Wir schreiben Lammsuppe drauf. Der Laden heißt Dünsch. Was denkst du, was wir verkaufen hier? Ich dachte, wir machen, dass wir den jetzt auch schon, dass wir jetzt so einen Kreislauf entwickelt haben. Wir haben einen Circle, ja, das ist das Circle of Life. Deswegen ist auch das Sieb im Siphon drin, ne, damit wir auch die Stücke aufbewahren können. Wir sammeln das. Guck mal, die Dünschsuppe läuft, ne? Babu sagt, mal, ich brauche schönen Braun. Wenn du von links nach rechts guckst, quasi jedes Essen und am Ende die Lammsuppe hier rechts, ist das Endprodukt von allen Speisen. Genau, davor. Ja, es fängt an mit dem Baklava, das sieht echt ganz gut aus. Die Lammkoteletts sehen auch ganz gut aus. Dann nimmst du so ein paar Dünschspieße und am Ende wird das alles aufgefangen. Für die Säure kommt ein bisschen Zitrone und rote Beete mit rein. Das zersetzt deinen Stuhlgang schneller. Oh, wow, ja. Alter, jetzt der rote Beete ist, glaube ich, schon so gut wie weg. Alter, der ist weg. Red Run. Der ist weg. Die machen Red Run, Junge. Das ist ein Beeten-Run. Beeten-Run? Die machen hier einen Beeten-Run. Heißt das nicht Pilgerfahrt oder ist das... Das Ding ist so gut wie weg. Hm. Auch die Love-Hat-Suppe, ne? Die Love-Hat-Suppe. Der gute Luffert. Oh, da ist er weg. Und der eine kriegt ja noch einen. Franz Luffert? Ist das nicht so ein Bankier? Luffert, der Bankier? Manuel Luffert? Guck mal, der Gesundheitsinspektor will mal die Luffert-Suppe sich genauer angucken. Und da ist sie weg. Weißt du, so schnell geht's. Ich hab ja gesagt, die Leute wollen Love Hat. Leute lieben ihre Köpfe. Leute brauchen diese Form von Suppe. Ja, aber der Kopf ist ja nicht mal mehr am Stück drin. Aber ich habe die Lippen schön warm gemacht. Das wird schon abgekocht. Ich habe jetzt also die Lippen habe ich extra warm gemacht. Und dadurch entfaltet sich sein schrecklicher Geschmack. Alter, guck mal, hier hat jemand einfach mal so ein McDonald's-Menü auf den Boden geworfen. Ja, machen die immer. Ich weiß auch nicht. Aber das ist einfach nur auch, um McDonald's zu zeigen. Hier, die machen dann Fotos, laden hoch und sagen, hier McDonald's, ich habe euren Schmutz hier auf dem Boden. Alter, der Laden ist am explodieren gerade, ne? Boomt, der Laden. Der Laden ist boom. Ey, der Spieß ist schon wieder so gut wie weg. Jetzt kommt der Nächste, holt sich einen Spieß. Da hinten kommt auch einer mit Spieß. Oh, legst du Zitrone auf dann, oder? Zitrone ist auch so gut wie weg. Ne, Zitrone geht noch. Ne, Zitrone ist halb noch. Jetzt kommt noch einer. Ein Zitrone ist noch drin. Aber jetzt kommt noch mal... Alter, was ist mit den Spießen los? Ja, aber die wollen irgendwie deinen komischen Kebabusch. Keine Zähne mehr, die Leute. Deinen roten Kebabusch wollen die. Deswegen... Ich nehme nur einen roten Kebabsch. Keiner will Lammkoteletts. Die müssen wir doch verkaufen für die Brautier. Kebab-Chichi. Ja, Lammkoteletts kommt heute Abend. Ist doch Lammkampf. Wieder. Ach so, runter ist Lammkampf. Ja, wir brauchen nur noch Kammkoteletts. Wenn wir die jetzt noch vercheckerlechen heute. Alter, was ist das denn hier? Ein Franzose ohne Hose. Guck dir den an. Franzose ohne Hose. Le Gusteu. Siehst du den? Gusteu. La Gusteu. Oh, endlich. Freund, oh, jetzt kommt ein bisschen Lamm endlich ins Spiel. Endlich mal kommt ein bisschen Lamm ins Game.
Ey, Le Gusto hat gerade 3 Leckmuscheln bestellt. Haben wir sowas da? Nee, aber ich kann welche holen. Muscheln müssen irgendwie auch noch reinkommen, oder? Ja, ne, so irgendwas, so eklige Meeresfrüchte, so Oktopus oder so. Irgendein Tier, das halt extrem schmerzhaften Durchfall auslöst. Kugelfisch. Was dann noch so eine Art Wette ist, weißt du, die Dünnschwette. Brauchst du nicht, doch, ich brauch mich. Stell dir das Spiel mal vor und dann so mit Sushi-DLC noch und so, weißt du, dass du so verschiedene Sushi-Rolls auf California-Basis. Aber wir machen die Kacklifornia-Roll. Es hätte ja beinahe so ein Spiel gegeben, und zwar der Food Truck Simulator. Aber der hat dann irgendwie doch keinen Content gehabt. Ja, der war irgendwie. Er ist nicht so ganz aufgegangen. Oh nein, ich habe schon rote Beete fertig gemacht, aber die essen den gar nicht. Ich mach Spieß, den jetzt. Ich mach Spieß. Ja, die nimmt sich hier den Kebab nicht, die macht auf Man in Black. Nimm dir doch bitte den rote Beete Kebab jetzt, du dämliche. Entschuldigung, aber. Hallo? Mir wird hier der Spieß kalt. So. Na, ich muss jetzt hier so einen halbverkohlten wieder servieren, ne? Mm. Oh, der ist schon richtig auf. Der hat richtig Zitronenzorn. Aber macht das Hühnchen auch schön roh. Die Lammkotelett. Sind alle gleich. Die habe ich Gott sei Dank vormariniert. So, ja, hier. Rohes Hühnchen. Wer das rohe Hühnchen bestellt? Lammkotelett sind on the way. Was brauchte man dafür? Ich glaube, eine Paprika. Lammkotelett ist so lange her, wo ich die gemacht habe. Zwiebel und Knoblauch. Soll ich schneiden? Du brätst oder was? Nee, ich krieg das alles hin. Okay. Ist schon alles on the way. Aber irgendwas ist da. Oh, die Suppe. Auch leer oder was? Ja. Muss die gar nicht vorsichtig reinschütten. Nicht alles reinschütten, okay. Sondern nur 0,20. Mehr darf da nicht rein. 0,20. Könnte sein, dass ich jetzt 0,30 drin habe. Ja, das ist schon zu viel. Nee, das mögen die doch. Ja, die mögen's, aber das ist nicht gut für uns, weil dann haben wir weniger Ertrag aus so einer Suppe. Ja, aber guck mal, 16 Nuller. Aber ich die auch meisterlich zubereitet habe. Das ist ja wirklich eine Gourmet-Suppe, weil ich den Schädel... Melmet hat mir den Schädel extra handgeschwängelt. Onkel Gaglusch und mein bester Freund Melmet. Melmet? Machen Sie bitte mal Mel. Wie viel wollen Sie denn? Wie viel gehacktes Mel? 3 Melmet hätte ich gerne. Was sind denn 3? Haben wir 3 Melmet da? Okay, wir brauchen noch 5 Lammkoteletts. Dann können wir die Gourmester einladen. Okay, okay. Boah, die Spieße, Alter. Die Spieße rauschen durch, ja. Das ist irgendwie so ein Spicy Spieß Day. Mr. Spieß. Und Wackelbackel aber. Boah, das ist jetzt auch weg. Ich hab in meinem Auto vorne, ich hab das ja bei einem türkischen Händler gekauft, da war ein Wackelbackel aber vorne auf der... Deswegen hast du es wahrscheinlich gekauft. Das Auto ist Schrott, ja, aber ich will es trotzdem machen. So ein 50 Cent Wackeldackel. Wackler war da vorne. Guck mal, vorne im Eingang auf dem Teppich hat die Frau hat ein Kind geboren. Hast du es gesehen? Ein kleines Müllbaby. Ah ja, hier liegt wirklich so ein Müllbaby. Hat die einfach ihren Fötus da hingelegt. Einfach abgefötet. Einfach voll reingefötet. Spieß ist weg, komplett weg, ne? In den Fötallappen, ja, ich mach neu. Boah, Zitrone ist jetzt auch schon wieder weg. Wir kommen nicht hinterher, also der Ansturm ist einfach too big. Aber warum ist dieser Spießsturm auch so intensiv heute? Wegen Spießhasswoche. Spießhasswoche, weil desto mehr sie es hasst, desto mehr kaufen. Ja, das ist wirklich so. Sachen, die extrem verhasst sind, auch so Lieder von irgendwelchen Künstlern, wo alle sagen, ey, oh nein, wir haben keine Zitrone mehr. Jetzt geht's rund. Oh, jetzt geht's rund. Es gibt einen Zitronenspieß ohne Zitrone. Kann ja eine Orange irgendwie drauf machen, so als Ersatz. Mal sehen, ob das funktioniert. Kann man die aufspießen? Nee, aber... Das klappt schon irgendwie. Wir legen die einfach mit drauf. Oh Gott. Ja, ich leg einfach ein bisschen Orange mit drauf. Dann läuft's wahrscheinlich wieder besser. Wahrscheinlich, ja, weil es Durchfall auslöst.
ich weiß nicht, was da alles drauf gehört, aber es sieht halbwegs richtig aus. Der Spieß. Ey, hier ist ja alles weg. Baklava ist auch schon wieder weg. Spackler weg. Wie, Baklava weg? Einfach eine Scheibe auf dem Teller, oder? Genau, ein Baklava einfach auf dem Teller. Aber hier ist nur Baklava-Schicht. Ist das eine... Achso, okay. Naja, so eine heiße Scheibe. Ein schöner... Ah, ich habe jetzt da irgendwas gepanscht. Das ist ein Orangenspieß. Wir probieren neue Sachen hier bei uns, bei Dünsch. Ja, guck mal hier, 5 Achter. 6 ist das Maximum. Ey. Ja, also... Ab und zu wollen die Leute auch Oranget. Oranget. Der alte Telefonscammer. Hier wird noch jemand Lamm. Da habe ich jetzt ein richtiges Rabbit Hole entdeckt, ne? Wenn du einmal anfängst, dir so Anti-Scammer-Videos anzugucken auf YouTube, dann bist du erstmal weg, 3 Wochen. Na, aber du bist bei irgendwie so gut wie allem erstmal irgendwie so drei weg, also auch diese Durchfall-Videos, du bist richtig süchtig nach irgendwelchen Dünsch-Videos. Ja, weil ich die perfekte Konsistenz auch irgendwie erörtern muss für unsere Kunden. Wir haben doch schon den goldenen Dünsch. Viele Leute sagen, unsere Traditions-Dünsch Mischung wäre absolut perfekt. Wir wären an der Spitze der Dünsch-Evolution angekommen. Dünschiger geht's nicht mehr. Was aber fehlt denn? Jacques Dünsch? Jacques Cellulite, weißt du? Der Mann mit der straffsten Haut im ganzen Dorf. Der hat gesagt, nee, Leute, nee. Der Durchfall kann mehr. Der kann mehr. Er behauptet sogar, ja, von indischem Streetfood mehr Durchfall zu bekommen. Und das ist unmöglich. Ich finde, wir stehen weit über indischem Streetfood. Das sagen auch viele unserer Kunden. Die sagen, ey, ich war in Indien, Durchfallreise und so, aber ja, hier habe ich noch nie so ins Koma geschissen wie hier, sagen viele Leute. Ey, der Spieß ist schon wieder weg. Ich habe extra... Alter. Ich hau jetzt noch einen zusammen, schnell. Ich habe extra Gangeswasser bestellt. Weißt du? Und wir wissen alle, es gibt weltweit keinen anderen Fluss, in dem man kranker wird als dort. Und die Mischung musst du erstmal kriegen. Ich krieg davon, ne? Muss ich mich gerade voll beeilen. Oh, ich habe auch keine grünen Paprika mehr und sowas. Ist auch weg. Oh nein. Soll ich schnell holen? Reicht das noch? Jetzt ist egal. Ich glaube, das schaffen wir eh nicht mehr. Ich hau den jetzt auf den Teller, was ich krieg. Ach so. Ja gut, dann... Was kommt da noch drauf? Ein Knoblauch, glaube ich. Das kriegt doch niemals mehr hin. Das hängt der Knoblauch nicht richtig auf dem Brett. Na komm, ich hau jetzt einfach drauf, was wir haben. Friss oder stirb mäßig, ne? Ich mache eine gegrillte Orange drauf und eine ungegrillte und das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Das sind Leute sehr, sehr zornig. Zornspieße oder was? Oh nee, da will noch jemand Lammkoteletts. Ja, deswegen habe ich... Ich dachte... Oh Gott. Oh nein, ey, wir haben richtig die Arschkarte. Richtig fiese Lamletten will da jemand noch. Ja, die serviere ich auch noch. Kriege ich auch noch hin. Zwiebel und Knobi braucht man dafür, glaube ich. Sind das die letzten Lamletten? Oh. Schnell noch Zwiebel. Ich bin gerade dabei, neue Sachen einzufüllen. Ah, das ist jetzt so leicht angebraten, aber das wird schon stimmen. Ist ja nur Gesundheitsinspektor, der hier jetzt essen will. 14.1. Wo ist er hin? Jetzt ist er gegangen oder was? Och, jetzt habe ich es gerade noch draufgelegt. Weil das wäre, glaube ich, das letzte... Ja, letzte einer. Ja, einer fehlt. Das wäre der letzte Lamlet gewesen. Können wir den nicht verprügeln, bewusstlos machen und ihm die Lammkoteletts dann einführen und sagen, er hat sie gegessen? Wo ist denn hier das Personal? Warum schafft denn hier niemand? Hier war noch ein Kunde. Heb mal einen Teller auf. Schmeiß den Teller so schön auf da. Du Schwein, nö. Schwein, hier. Ey, wir haben echt nicht mehr viel Knoblauch. Ich glaube, ich hole noch mehr Knoblauch, oder? Knoblauch ist die Essenz des Lebens, ne? Knoblauch, paar Zwiebeln, paar Tomaten noch. Knoblauch, Zwiebeln, Tomaten erstmal.
Lassen wir das Baby hier im Eingang liegen? Ja, klar. Es gehört ja jemandem, das geht uns ja nichts an. Es gehört ja jemandem. Naja, irgendwann wird jemand sagen, wo ist mein Baby, mein Baby? Aber morgen sind wahrscheinlich Fliegen dran. Nun, ihr Baby sieht anders aus als gestern, ist egal. Sieht dein Baby nicht jeden Tag anders aus als gestern? Kann ich einen Broiler auch in die Suppe ballern? So einen ganzen Broiler da rein? Ich weiß nicht, aber guck mal, eigentlich wachsen wir ja nicht, wir schimmeln. Ne? Das, was wir entwickeln, nennen, ist eigentlich Schimmeln. Da hat jemand auch noch die Suppe nicht auf den Herd gestellt. Ich gehe kaputt. Ist egal, ist doch eh keiner mehr heute Suppe, oder? Die wäre bis morgen wieder gegammelt. Ich guck mal, ob ich die... Nee, Broiler passt da... Oder? Geht der rein? Schön lecker mit Broiler. Doch, wieder reingehen. Könnte dann Broiler reinkloppen. Kannst du ja über Nacht mit Broiler in den Kühlschrank stellen, damit die Salmonellen halt in die Suppe gehen, aber unerkannt bleiben. Nee, wir lassen das Baby mal schön im Eingangsbereich, damit das jemand findet. Kein kleines Mädchen. Das ist, glaube ich, ist ein Mädchen. Babysuppe, wie bei The Forest. Schöne Crack-Suppe machen. Schön Crack. Gibt Kraft. So eine schöne Crack-Brühe. Gehst ins Casino? Ja, ich lauf dir hinterher ins Casino, ja. Wie die Schafe zum Schlachter, ne? Eigentlich spiele ich das Spiel eigentlich nicht wegen dem Kochen, ne? Ja, da war auch komische Brüste, ne? Boah, Alter! Oh nein, die zieht. Uiuiuiui, die zieht. Die, oh, wir haben beide 12, ist doch getürkt. Das ist getürkt. 19. Ich glaube trotzdem, dass es nicht reicht. Ich glaube, die fetzt uns weg. Oh? Was? 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 Zieht die, Alter! Hast du es gesehen? Die hat richtig rein betrogen. Hä, du hast 0 gesetzt? Ja, aus Versehen. Oh Gott. Versuch meinen Verlust wieder reinzuholen. Jetzt gewinne ich wahrscheinlich mit 0. Nee, ich hab eine 2. Das hat nichts mit Spielsucht zu tun. Eine 10. Ach Gott. Ich habe eh nichts zu verlieren. Was mache ich bei einer 15? Was mache ich jetzt bei einer 15, Alter? Richtiger Schmutz. 15 ist richtig. Wow. Tja. Ich gehe jetzt noch einmal rein, weil... Ich habe ja Glück und gewinnst zurück. Geh du nicht rein. Oh, Alter, was sind das für Karten? 11. Ich guck mal hier unter. 11 ist super. 11, ja, aber jetzt nicht mehr. 15 ist scheiße. Aber sie hat eine 2. Sie könnte sich überkaufen, ne? Ich stay, ja. Nein! Was? Ist eine Schummelbude. 16 auf 15 ist eine Schummelbude. Voll krass. Ich habe hier unterm Tisch geguckt und ich hatte das Gefühl, ich glaube, die hat da so einen geheimen Kartenschlitz, in dem sie die schummelt. Hat. Ich habe ja auch nochmal über die Bande habe ich hier nochmal ins Gesicht gespuckt. So richtig ekelhaft. Jetzt haben wir ein bisschen Verlust. Alter, was haben wir jetzt bekommen? Was denn? Hä, 9 Burger? Ja, so eine Knittelsuppe. Aber bei mir war auch ein Burger jetzt mit drin. Ja, und ein neuer Burger. Alter, so ein Salami-Burger, so ein ekelhafter. So eine dicke, fette Sucuk-Scheibe. Würde ich nicht essen. Bestimmt, sag ich ehrlich. Die vorbereiten, ne? Lamm... Kotelett, Lammsuppe, Pepperoni-Burger. Soll ich Zwiebelsuppe gibt ja gar nichts an Geld. Die gibt 110, während die andere Suppe einfach 1200 bringt. Zwiebelsuppe ist sogar ein Dessert. Wer isst denn eine Zwiebelsuppe als Dessert? Welcher geisteskranke, perverse Psychopath. Haben wir noch Zitronen? Ich hatte vorhin mal 5 Stück gekauft. Achso, jetzt habe ich auch noch mal welche geholt, weil ich nicht wusste. Zwiebelscheiben, 2, Butter. Eine Zwiebelsuppe. Alter, 60 Leute werden heute erwartet, ne? Heute wird's cracken hier, ne? Ich brauch Mehl, ich brauch Hefe, ich brauch Ei. Boah. Was ist das überhaupt für Eierkartons, wo jetzt noch 13 Eier drin sind? Hä? Ach, ich dachte eben gerade, wo ist denn der Karton von den Zitronen hingeflogen? Der hat es eben auch voll in die Anderswelt gezogen. Ich brauche Zwiebel und Petersilie 2-mal. Ich brauche noch einen weiteren Topf. Hat mir nicht 2 Töpfe, wo ist der andere Topf? Weiß ich nicht. Ich habe keine Töpfe. Suppe ist ja, du bist Topf? Ja hier der Soucier. Ja, aber weg. Er macht seine eigene Soße. Der Soucier. Jetzt mal voll im Ernst. Ach, da oben klemmt er.
Ein Backblech brauche ich. So, Köttbüleck. Leckere Köttbüleck-Suppe. So, schneiden. Pepperoni. Oh, die sind da schon gewürzt hier. Oh, aber dann nehme ich die Klowurst. Oder? Zur Eröffnung ja, klar. Des Gerichts. Die muss auch sehr reifen. Nehme ich die gereifte Klowurst. Die liegt da schon vor lang. Ist total geil. Würzen mit Thymian. Knoblauch will er noch haben. Oder was? Hm. Dann mach ich halt noch einen Knoblauch rein. Mach rein, ne? Oder noch einen Knobi, ein Dicker. Ich mach das ganz natürlich und nehme immer das, was halt am Damm wächst. Das ist wie Knoblauch. Schön. Gute Dammkruste. Schön Dammkruste. Dame Krustowski nennst du dich immer, ne? Jede Seite backen. Jeune Dame. Gendarme. Jeans Darm. Hey, yo, Jean, hast du noch Darm? Ich bin Gendarme, oder wie hieß die nicht? Jeanne d'Arc, oder? Ja, ja. Gendarme. Ich bin Darm Dark. Voll ein Dunkeldarm. Dunkeldarm. Mein Name ist Regina. Also wenn du beim Finanzamt am Telefon bist, die sagen, ja, oh, da ist die Frau Dunkeldarm für zuständig, dann hast du ein Problem. Kartoffeln und Zwiebel kommt dazu, geschnitten. Ich habe hier so eine Klötenzwiebel, die klebt aneinander. Klötusalem, der Weise. Klötusalem, der französische Weise. Ach ja, damals Klötusalem hat mich mal berührt auf dem Grillfest. Die Klötkes hat er mir gegeben. Ich durfte die heiligen Klötkes anfassen. Klöttbula. Die schwedischen Eiermänner. Meine Oma hat mir immer einen ordentlichen Klöttbula Einlauf verpasst. Gegeben. Klöttbula Einlauf. Also an sich vorbereitet ist der ganz geil hier, der Burger. Ich habe jetzt erstmal hier so eine komische braune Durchfallsuppe. Fehlende Zutat Butter? Ne, Fleischbrühe. Hä? Hab ich doch reingemacht. Ganzes Ding habe ich reingekippt. Ja, eine Flasche Fleischbrühe hatte ich, weil die Toilette war verstopft. Ich musste dringend pinkeln. Ach, dann war das einfach nur Urin, was ich da jetzt gerade. Guck, die Suppe ist auch voll die komische rotbraune, blutige Schlacke, die ich da verkaufe. Ich komme halt mit meinem gebrochenen Bein auch manchmal nicht auch schnell genug. Irgendwie Fleischbrühe. Guck mal, da hat jemand sein Kind ist irgendwie hat sich weiterentwickelt. Ist doch eins von diesen Schimmelbabys. Ist doch eins von diesen amerikanischen Schimmelbabys, von denen alle Frauen immer sprechen. Ist aber jetzt hat, auch der Trend ist und Abflug. der Dings ist der Trend ist jetzt bis auch Frankfurter Bahnhof, ne? Naja, da gibt's auch immer mehr von diesen Dumpster-Babys. Ich bin Dumpster. Youngster-Dumpster, ne? Youngster-Dumpster, ey. Das ist, ja. Mein Hamster ist ein Youngster-Dumpster. Ich sag dir, heute wird's wahrscheinlich richtig abeskalieren. Also es kommt erstmal ein kleiner Baklava-Sturm irgendwie. Die Leute sagen, ich geh rein. Morgen schön mir den Backler waschen. Gestern habe ich einen Stinkebackler gehabt, der musste auch nicht gewaschen werden. Stinkebackler? Sie ist bereit, sie wartet auf unsere Einladung. Können wir die jetzt eigentlich so quer einladen? Naja, dann kommt sie aber auch erst morgen, ne? Kommt dann morgen, ja. Morgen ich werde ist morgen da sein und sie bringt Vögel mit. Vögel, Alter, die wir auch noch bewirtschaften müssen. Machen wir aber schön Kannibalismus, Bräuler auf Bräuler. Ja. Haben Sie vielleicht noch ein Wirkmich-Bleimeise? Ja, eine Wirkmich-Blaumeise. Ist der Backlerwusch jetzt gleich weg? Ja, einer ist noch zwei. Ja, die sind gleich alle. Aber Baklava ist ja, den legst du ja nur auf den Teller. Also da ist ja kein... Der Pepperoni-Burger und Lammkotelett sind auf Hälfte. Zwiebelsuppe
ist auf Hälfte. Jetzt sind wir denn überhaupt beim Leveln? Baklava 8, Lammis. Baklava 6, Lammis 8. Da hinten, der war so rot mit schwarz und dann, als die Frau in ihm drin steckte, hatte er noch einen Hut, so aus, als käme jetzt ein Mountie aus Kanada um uns. Kanadischer Gourmet-Mountie. Der Gourmet-Mountie, ich bin aus Französisch-Kanada, ey. Ich habe mich monatelang von Elchspucke ernährt, um meinen Gaumen. Um meinen Gaumen geschmeidig zu machen. Ich hatte zu Pferd einen Unfall in den Wäldern. Auf meinem eigenen Grundstück, aber da es 97 Hektar hat, habe ich mich verlaufen. Nun. Die Suppe, aber auch der Burger, ne? Der Burger. Der Burger, ich muss noch einen Burger machen. Da kommt Zwiebel, schon einer, der holt sich den letzten Burger. Ja. Dann ist Burger da weg. Aber ist egal, geht schnell. Einfach Zwiebel und Kartoffel. Aber noch Dünsch-Suppe. Feinste Dünsch. Welche sind jetzt die Burgerscheiben? Die hier. Dann Brötchen. Eine Frau, die ihr Kind sucht. Sorry, haben wir entsorgt. Sorry, das war nicht mehr gut. Okay. Ich mache neues. Danke. Danke, dass Sie auf mein Kind aufgepasst haben. Wir haben es weggeworfen. Wieso denn das? Es fängt an zu riechen. Na ne, irgendwas stimmt mit der Fleischbrühe nicht. Soll ich nochmal nachschütten? Ich hab nochmal nachgeschüttet. Doppelfleisch. Guck mal, hier sind noch Spuren vom Kind. Spurenelemente. Kindsspuren. Hallo, was ist mit unserem Personal? Könnt ihr mal bitte die Kindsspuren wegwischen, die da im Eingang sind? Das sind wirklich so leichte Kindsspuren auf dem Boden. Ekelhaft. So, die Zwiebelkindersuppe ist wieder da. Ja, guck, ich musste doppelt Fleischbrühe rein. Zwiebelchild. Ist das nicht so ein Zwiebelheld? Zwiebelmann. Oh, ich kann nichts sehen, meine Augen brennen. Ja, ganz genau. Rechnet immer mit Zwiebelmann, der verfolgt. Na, Zwiebelmann, der ist echt gefährlich. Er betritt den Raum und keiner kann mehr was sehen. Es ist, als würde zu Tränengas werfen. Der Zwiebelmann. Zwiebelmann und Pfefferboy. Oh nein, ich kann nichts sehen. Und ich fange. Pfefferboy muss niesen. Ich wusste, ich war blind. Ich habe die ganze Zeit niesen müssen und hatte Durchfall. Deswegen sind die Schurken in Therapie. Alter, wie geht jetzt hier gerade alles weg? Lamletzkis sind auch weg. Baklava ist weg. Hier ist auf einmal voll der Kundenrausch. Conny Kundenrausch. Lammkotlets sind am Production. Oh, ich habe jetzt mehr von dieser Gourmet-Fleischbrühe von Kreis Industry geholt. Der Gag Me. Mit echten aussterbenden Tieren. Gag Me Productions. Aber die Tiere sind doch hoffentlich blind. Klar, also. Killergrill ist eigentlich auch voll innovativ, ne? Ja. So spart man sich die Wärmeschublade. Man spart sich auch irgendwie voll Zeit, weil es liegt schon alles drauf. Du musst dann nur noch einen Teller in die Hand nehmen, alles drauf, lupfern, ab geht's. Ich hatte früher in meinem alten Dings hatte ich eine Wärmeschublade, das waren noch Zeiten. Oh, eine Wärmeschublade ist aber eigentlich auch geil, wenn dann wirklich so das Essen schon draufstellt, weißt du, dann kommst du abends nach Hause und das Essen ist so richtig schön warm und. Oh. Ja, und das war auch gut so zum Teig gehen lassen und so, ne? Alter! Hier ein Suppensturm, die hauen jetzt die drei Suppen weg. Drei Suppen Mann. Weg? Die drei Suppenmänner, die drei Suppenbrüder. Jetzt so ein Suppengangbang. Oh, ist sogar eine Suppe zu wenig. Ich hole. Das ist der Drei-Suppen-Kampf. Alter, die Lammkopfsuppe. Ja, aber das ist, die nehmen auch nur die gebrauchten Lammköpfe. Die sagen, haben sie ihre Lammköpfe vorher auch ordentlich missbraucht? Und dann, ja. Nur dann nehmen wir die Suppe. Haben sie den Lammkopf nach dem Tod noch ordentlich durchgeschändet? Ja, ich habe den richtig. Ich habe richtig Schindluder mit dem getrieben. Und sind die Tiere blind? Das Tier war blind. Und auch nachdem es gestorben ist, haben wir seine Seele an den Schädel gebunden und dann noch eine rituelle Schändung durchgeführt.
nach dem Ableben konnte es das erste Mal sehen. Durch ihre, durch die Spektralaugen. Durch die, ja. Warum haben die jetzt alle irgendwie einen Hänger? Weiß ich auch nicht, jetzt gehen sie wieder. Das Ding, weißt du, man sagt ja, sie sehen vor ihrem Tod das ganze Leben an ihren Augen vorbeiziehen. Bei, die haben nichts bei gesehen. Unseren Tieren ist einfach nur ein schwarzes Bild. Das ist so, das die ist kommen auf die Welt, haben noch diesen Augenschleim, wo sie noch nicht die Augen aufmachen können. Ne? Die sind ja so verkrustet erst, deswegen leckt die Mutter die ja meistens dann irgendwie ab und sowas. Aber und bei uns aber, wird er aber direkt in ein dunkles Zimmer gezerrt, dass er nie irgendwas gesehen hat. Diese Augenkruste, die von Mutter abgeleckt wird, habe ich aber heute noch. Ja. Wird direkt ins Zimmer gezogen und zack, blind. Zack, ja. Das ist wie mit dieser Geschichte, die ich erzählt habe, von dem Kerl, der gesagt hat, ja, meine Oma hat mir früher dann immer die Pickel ausgedrückt und hat das dann weggeleckt. Wow. Oh Gott. Und alles so, nein, das ist nicht normal. Doch, das macht doch jeder, oder? Und wir glauben ihm bis heute nicht, dass er das ernst meint. Der wollte doch trollen, das macht doch keiner. Das macht kein Mensch, nein. Naja, das macht schon irgendein Mensch. Irgendein Mensch wird es schon tun. Ich meine, für alles gibt es einen kranken Fetisch, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Oh nein, jetzt habe ich einen neuen Burger aufgelegt und es will gar keiner ein. Mm. Ist egal, dann schmeiße ich das gleich nochmal kurz auf den Grill. Aber jetzt, wo wir so viele Gäste kriegen, können wir auch mal langsam anfangen, vielleicht nach draußen zu expandieren. Die Frage ist nur, sitzt dann da jemand? Weil irgendwie ja, das Restaurant ist halt nie voll, ne? Aber die müssen dann voll lange immer anstehen. Die stehen ja auch immer voll lange im Wartebereich. Aber nur, weil ich glaube, ich backen. Holt jetzt noch einer einen Burger oder nicht? Oh, da will noch jemand ein Lammkotelett. Ich dachte, ich würde heute auslammen. Lami-Check. Kann man eigentlich Zutaten so weit verbrennen, dass die so richtig schön schwarz werden? Also, dass wir so Kohlestücke servieren könnten? Weiß ich nicht, wir haben es ja noch nicht so weit kommen lassen. Kannst du mal probieren. Eigentlich haben wir es noch nie so weit kommen lassen. Irgendwas so richtig heftig verbrennen und guck, was es wird. Ob ich so einen Lammkopf anfacken kann? Ja. Okay, ich verbrenne mal bis zur Unerkenntlichkeit. Was fehlt? Oh, Lamm. Und die Suppen, irgendwie ist alles leer. Test das mal einfach, ob wir so einen richtig höllischen Todeslammkopf servieren können. Boah, ich brauche unbedingt jetzt erstmal die Lammkotelett. Boah, Alter! Das sind ja die vier Kotelett-Menschen. Die sagen, wir wollen Quattro-Kotelett. Quadrupel. Ja, die wollen noch Quadrupel, einer. Ey. Kannst du gleich zweimal machen. Die wollen ach, komm, hier. Ich ist jetzt halt ein bisschen angerot. Die wollen Lamm... hier... Lamm and Bones wollen die. Ah, ja, guck mal, das Ding ist jetzt schon total... durchgekocht. Weg. Wie ist weg? Ist weg! Ja, wie ist weg? Ich hab doch eben gerade Geld aufs Konto überwiesen. Ist weg! Oh, dann hol Zwiebeln, grüne Paprika und Knoblauch braucht das Ding. Zwiebel, Green Pepper, Knoblauch. Was alles auf dem Grill. Alter, das gibt's ja nicht. Ich muss eigentlich schon servieren. Eigentlich musst du schon servieren, ja. Mir geht's der Suppe, weil die ist ja auch leer gefressen, wie blöd. Ja, einer will Suppe. Kann ich mach mal ein Tröpfchen Suppe auf dem Teller hier. Boah, aus dem Weg. Welche Suppe? Sind beides Suppen? Ja, aber du musst gucken, was für eine Suppe. Weil die eine ist... ja, oh Gott. Die lass ist mich die Suppe Paprika, machen. Paprika, Petersilie, ich weiß nicht, welche aber die... ich mach's. Die Lamm schon wieder weg? Das ist gerade draufgestellt. Oh, die Suppe ist leer. Da ist nicht mehr genug drin. Egal, gib mir. Die Lamm ist schon wieder weg. Ich hab doch gerade draufgestellt. Weg. Burger ist auch leer, aber es kommen jetzt keine neuen Kunden. Ja, Backler war zwei Leute. Ja, die können wir noch hinstellen, oder? Ja klar, wir müssen ja leveln. Backler weg. Irre. Boah, überall wurde noch defekliert und so. Krasser Kram.
Guck mal, der Lammschädel, der ist richtig kohlig. Wie kohlig ist er denn? Oder ist erst zur Hälfte verbrannt? Also der verbrennt gar nicht richtig. Das Essen verbrennt, dauert's ewig irgendwie. Der Schädel zumindest. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Sachen schneller geht. Also auf jeden Fall schon wieder eine neue Lammsuppe machen. Ja, aber jetzt, ach so, ja, aber dann für morgen. Alter, der Kunde. Ey. Der hat seine Hoden in der heißen Lammsuppe getaucht und ist wieder abgehauen. Ja, es gibt voll die Psychos hier. Psycho, aber servieren tun wir sie doch. Ey. Die Folge ist auch schon wieder rum, Mr. Psycho, ne? Ja, ich hab grad voll genießen, da ist mir ein Pipi-Tropfen in die Hose geschossen. Ich mach noch die. Soll ich diesen extrem kohligen Lammschädel für die Suppe verwenden? Ja, aber der ist immer noch nicht richtig Schwarzkohle, ne? Also, guck mal, der hat noch bei mir. Der ist erst so zu 75% verbrannt. Soll ich einfach bis morgen früh drauf liegen lassen? Aber dann schimmelt der vielleicht. Dann schimmelt er wahrscheinlich, ja. Na gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö! Baklava!